Das Jahr 2022 nahm mit Beginn des russischen Aggressionskrieges auf die Ukraine eine besorgniserregende Wende. Europa erlebt wieder einen Krieg und seine Folgen. Flüchtlingsstrom, steigende Energiepreise und damit eine galoppierende Inflation. Bundespräsident Steinmeier appellierte daher für das kommende Jahr an den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Leuchtende Kinderaugen, wenn der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. Nicht viele Dinge machen Eltern wohl glücklicher und dankbarer. Bei Familie Al-Saidi in Berlin kommt noch vieles hinzu. Sie sind vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen, haben in diesem Jahr endlich eine Wohnung gefunden. Ich bin echt froh, dass wir hierher gekommen sind. Ich bin so dankbar, dass ich es immer noch nicht fasse. Seit Jahren sind wir hier und ich bin immer noch dankbar, halt jeden Tag. Gleichzeitig ist die Aufnahme von Geflüchteten eine Herausforderung, insbesondere seit Beginn des Ukraine-Krieges. Turnhallen oder Schulen können nur teilweise genutzt werden, die Sozialsysteme werden zusätzlich belastet. Alternativlose Nächstenliebe oder unnötige Überlastung, darüber wird heftig gestritten. Der Bundespräsident greift das in seiner Weihnachtsansprache auf. Ich weiß, wie viel diese Krise Ihnen allen abverlangt, dass viele sich einschränken müssen. Aber unsere Großherzigkeit im Umgang miteinander, die kann uns niemand nehmen. Wenn dieses Jahr ein Gutes hatte, dann doch die Erfahrung, gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Die Kirchen warnen an Heiligabend sogar vor einer tiefen Spaltung angesichts heftiger Debatten etwa über Corona, Ukraine-Krieg oder Flüchtlingshilfe. Die Gesellschaft ertrinke in lauten Beschuldigungen und solle die Weihnachtsbotschaft nutzen, das zu überdenken. Also Weihnachten ist ja, dass Gott sich entschieden hat für die Menschen und mit den Menschen gemeinsam Geschichte schreibt. Seit dieser heiligen Nacht. Und deshalb ist dieses Fest für uns auch Verpflichtung, dass wir beieinander bleiben, dass wir zusammenbleiben. Und ob nun in der Kirche, unterm Weihnachtsbaum oder einfach nur beim gemeinsamen Abendessen, eines beweist Weihnachten jedes Jahr aufs Neue. Es gibt viele Gründe, optimistisch zu sein. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.